Die Schule. Die institutionalisierte Form von Lehre und Unterricht sowie die bauliche Einrichtung, die diesem Zweck dient. Innerhalb der Schule leben zwei Gruppierungen in enger Symbiose. Auf der einen Seite die Schüler, junge Exemplare des Homo sapiens, die ihre geistige und körperliche Reife noch nicht erreicht haben. Sie wirken harmlos und zutraulich. Auf der anderen Seite die im zahlenmäßigen Vergleich stark dezimierte Gruppe der Lehrer, auch Pädagogen genannt. Sie beherrschen das Revier und haben über die Jahrtausende hinweg bedrohliche Kampftechniken entwickelt, wie Stundenwiederholungen, Prüfungen und Schularbeiten. Und unter allen Lehrern existiert irgendwo da draußen ein besonders gefährliches Exemplar. Der Ö3-Wecker präsentiert Professor Kaiser, ein Mann mit Klasse. Meierhofer, Minus. Was? Wieso? Schwätzen. Aber ich hab doch gar nicht geschwätzt. Minus. Was? Noch eins? Warum? Rausrufen ohne aufzeigen. Boah, das ist echt unfair. Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Minus. Aber es... Hey, Professor, hacken Sie nicht immer auf den Meierhofer rum. Suchen Sie sich ja mal einen anderen Trottel. Hauptmann, Minus. Warum? Was habe ich getan? Hauptmann, du musst vorher aufzeigen. Meierhofer, einsagen, Minus. Professor, ich weiß selbst, dass man aufzeigen muss, bevor man was sagt. Oh Mann. Danke, Hauptmann. Minus. Ja, ja, ja. So. Meierhofer, Minus. Aber ich muss... Herr Fessor? Herr Fessor? Ja, Meierhofer? Herr Fessor, die ganzen Minus, ich meine, was soll das? Was ist los heute? Letzter Schultag. Ich sieg euch eine Woche mit. Professor Kaiser, ein Mann mit Klasse. Nur im Ö3-Wecker. So, der Bart sitzt, kann nichts mehr schief gehen. Hey, Moment. Was ist, Meierhofer? Schaut mal, Leute, auf dem Gang kommt der Nicolo entlang. Und das ist noch immer besser als der dämliche Professor. Ja, ich bin euer Weihnachtsmann, habe ein rotes Jäckchen an, bringe keine süßen Gaben, aber Fünfer könnt ihr haben. Oh nein, lieber alter Nicolo, kennen wir dich nicht von wo? Mit der Stimme klingst du nämlich unserem Professor Kaiser ähnlich. Diesen Namen kenne ich nicht, macht er hier den Unterricht? Jedenfalls kommt Huckepack heute zu euch ein anderer Sack. Gut, lieber Weihnachtsmann, ich denke, jetzt wird's Zeit für die Geschenke. Also mach keine Faxen, lass die Dinge rüberwachsen. Ja, nicht einmal denken. Habe für euch faules Back nur die Tanne hier im Sack. So könnt ihr beim Däumchen drehen alle rund ums Bäumchen stehen. Na super. Ja, und von draus vom Glühweinstand habe ich mit noch einen Brand. Aber Backern hast du auch. Nicht seitdem ich nicht mehr rauch. Oh, das heißt, du hast nichts mitgebracht? Meierhofer mitgedacht. Ja, und die Moral von der Geschichte? Naja, der Weihnachtsmann, der mag dich nicht. Professor Kaiser, ein Mann mit Klasse. Nur im Ö3-Wecker. Herr Kaiser? Ja, Herr Direktor? Folgendes, viele Schüler stellen sich ja nach der Matura die lästige Frage, Matura, was nun? Um Ihnen das zu ersparen... Sorge ich dafür, dass nicht alle zur Matura kommen. Na, viel besser, wir fragen Sie schon vor der Matura. Ah, ich verstehe. Okay. Morgen. Ihr zukünftigen Anwälte, Piloten, Ärzte und Patienten. Wir stellen uns heute die Frage, Matura, was nun? Entschuldigung, wie konnte ich nur? Matura ist der Abschluss der... Wir wissen, was die Matura ist.
Gut, Jacqueline Monique Svoboda, was würdest du gerne nach der Matura machen? Hä? Ich würde gern Medizin, Jus und Publizistik studieren. Aha, und danach, also mit 19? Sozialwissenschaften, technische Mathematik und BWL. Danke. Hauptmann, was willst denn du nach der Matura machen? Hä? Matura-Reise. Mhm. Beruflich? Naja, also nach der Matura würde ich gerne in einem Fitnesscenter arbeiten. Das wird nicht gehen, dort nehmen es angeblich nur Leute unter 30. Lustig! So, und Meierhofer? Ja, Fässer? Bei dir muss ich die Frage anders stellen, nicht was machst du nach der Matura, sondern was machst du ohne Matura? Ohne Matura? Naja, da kann ich ja immer noch Lehrer werden. Professor Kaiser, ein Mann mit Klasse. Nur im Ö3-Wecker. Allora ragazzi, mi chiamo Niki. Ach, Wahnsinn, unglaublich, diese Frau. Wir werden viel Spaß miteinander haben. Das glaube ich ja. Benvenuti, Signora Niki. Siamo molto felici che la nostra nuova professoressa. Ragazzo. Meierhofer, der kleine Schleimer. Ja, Herr Kaiser. Ja, Was machen Sie denn da beim Schlüsselloch? Herr Direktor, ich hab nur... Verstehe. Es unterrichtet die Nähe, ha? Sie, Senior. Herr Kaiser, gehen Sie weg, ja? Lassen Sie mich einmal schauen. Aber nur kurz. Italia è un paese molto molto bello. Überragend. Herr Direktor! Was macht denn da? Der Herr Schulwart, der Herr Mitsch, ja gut, dass da sind. Das Schlüsselloch scheint kaputt zu sein. Richtig, das Schlüsselloch hat was. Achso, dann lassen Sie mir mal schauen. Bitte. Bist du deppert? Es ist ein Wahnsinn. Ja, und? Das wird länger dauern. Aha. Können wir helfen? Nein, nein, danke. Das mache ich schon allein. Wie lange wird denn so eine Reparatur dauern? Na, was glauben Sie, Herr Direktor? Eine Stunde? Ja. Professor Kaiser, ein Mann mit Klasse. Nur im Ö3-Wecker. Italia! Buongiorno, Frau Professorin Niki. Buongiorno, Professore Kaiser. Das Fußballspielen hab's nicht erfunden, ne? Sie, was anderes. Wer kommt denn heute bei Ihnen zur Prüfung dran? Der Schüler Meierhofer. Sehr gut, das gebe ich mal, okay, mit. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, Professoressa Niki. Herr Professor Kaiser, was machen Sie denn da? Meierhofer, um die bei der Prüfung durchfallen zu sehen, hätte ich sogar Karten am Schwarzmarkt gekauft. Meierhofer? Per favore. Sì, professoressa. Allora, Meierhofer, dimmi, come si chiama la righetta con questi ingredienti? Mozzarella, pomodori, prosciutto e origano. Pizza cardinale. Bravo, 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 bravissimo, bravo, 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 congratulazione. Yeah, danke. Halt, Moment, das war schon, das gibt's ja nicht. Was hat gelernt bei Ihnen? Kochen? Unbedingt noch eine zweite Frage, ein bisschen schwerer bitte, ja? Ja, super. Geht schon. Allora, come si chiama la macchina rossa? Ferrari. Bravissimo, 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 bravo, bravo. Jo, Emanuele. Uno, sehr gut, molto bene. Danke, grazie. Sehr gut, ich bitte, der hat doch nichts, was mit einem Italiener vergleichbar ist. Doch, Herr Fässer. bist du mit Meierhofer? Das gibt's ja nicht. Spuck mich da an. Meierhofer, sei stupido. Professor Kaiser, warum sagen Sie nichts? Oh, Sie haben recht gehabt, ein echter Italiener. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Bravissimo, bravissimo. Professor Kaiser, ein Mann mit Klasse. Nur im Ö3-Wecker.